das ist zu hoch. Das ist besser. Kleinen Moment noch. Gut, mal gucken, ob der hier die Kategorie richtig sieht. Sieht er. Okay, kleines Delay, kein Problem. Sieht ja schon düster aus, ey. Vielleicht geht's auch schlecht da. Oh Mann. Spielen. Neues Spiel. Oh ja, Bleichblut. Deutsche Sprachausgabe. Ja, ihr seid am richtigen Ort. Nice. In Janem wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst nur ihr Geheimnis enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Dazu sollte etwas Janam-Blut in euch fließen. Doch zuerst kommt euer Vertrag. Was für ein Vertrag? Okay. Männlich, jung, reif. Ich bin eher der reife Typ. Herkunft Angsthase, wieso das? Achso, alle Attribute durchschnittlich. Was gibt es denn? Stufe, Blutechos, das ist wahrscheinlich Seelen. Aber es gibt dann gar nicht so viele Punkte, oder was? Vitalität, Ausdauer, Stärke, Geschick, Blutfärbung. Was zur Hölle ist Blutfärbung? Einziger Überlebender, letztes Mitglied des Dorfes, hohe Lebensessenz und Kraft. Aber weniger Kraft als der Angsthase, hä? Dadurch sehr belastbar. Was labern die für eine Scheiße? Sehr belastbar, hat aber nur 9 Leben. Leben voller Gewalt. Der schon mal nicht, obwohl der cooles Geschick hat. Geschick 15. Militärveteran, hält's ja richtig gut, mit Stärke und Geschick. Und auch nochmal 10 Leben, hä, warum sollte man den nicht nehmen? Nichts nutzt. Deine Geburt war ein Fehler. Oh Mann. Ja, glaube ich, nehme ich den Militärveteran, oder? Also mit Leben, der hat halt 14, das ist nicht schlecht. 13 Geschick, ne, hier, 14, 11, 10,
von den dreien. Hier würde man halt auf jeden Fall auf Stärke gehen. Aber dafür hat er schon mal ein bisschen mehr Vitalität. Dann nehme ich den mal. Dann gehe ich einfach mal auf Stärke. Aussehen ist mir egal. Gut. Gezeichnet und versiegelt. Beginnen wir nun mit der Transfusion. Oh, nur keine Sorge. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten. Er findet super witzig. Das ne. Was ist denn da los? Ach, dieses andere Körperteil anstelle eines Mundes. Ah, ihr habt euch einen Jäger gesucht. Keine Startwaffe. Bisschen leiser. So. Was ist das? Suche Bleichblut, um die Jagd auszuweiten. Richtung direkt los zum Anfang. Ja, oder auch nicht. Ja, was für Ziel haben wir sehen? Ich habe nicht mal eine Waffe. Ich habe keine Waffe. Da hinten wartet ja schon einer. Dass ich hier irgendwo was verpasst habe, aber wo soll die liegen? Hier noch wenigstens die Säge mit, oder was da liegt. Ja, eins angefeuchte Waffe, ja, aber ich habe keine Waffe. Bin ich irgendwie doof?
nichts. Nützt nichts. Hier ist halt gar nichts. Scheiße. Ich muss halt einfach ohne Waffe gegen ihn kämpfen. Was für eine Scheiße soll das sein? Wo ist bei dem vorne und wo ist hinten? Wieso habe ich einfach die Hits kassiert? Wow, nicht zu gierig werden. Ich dachte jetzt schon. Jetzt kommt schon. Oh, wieso liegt der denn immer noch? Mm-hmm.
Verwenden Blutfiole mit. Achso, ich hab eine Peilung, so läuft das, okay. Verstehe. Aber ich habe noch keine Waffe. Besser gesagt. Wie steht's? Und hast du Bloodborne auch gespielt? Kannst du mir sagen, ob das normal ist, dass ich hier immer noch ohne Waffe rumrenne? Gerade eine halbe Stunde auf so ein Vieh einschlagen, bis der nicht gestorben ist, weil ich keine Waffe habe. Ein Gerät abgeschlossen. Hat man nie gezockt, ja. Musst du jetzt langsam mal eine Waffe irgendwo auftauchen. Kann man nicht durch. Nee. Ja klar, wie soll ich das ohne Waffe machen, bitte? Das kann nicht so gemeint sein. Oh. Ah ja, ist doch komplett unmöglich. Ihn habe ich schon fertig gemacht. Komplett mit der Faust. Einmal abgesucht hier, hier ist nichts. Ich check's nicht, aber es kann nicht sein, dass man jetzt irgendwie alle mit der Faust kämpfen soll. Und ich hab bei dem Hund gerade schon, muss ich so lange draufkloppen. Das hat mich schon alle gemacht, als wäre es so gemein gedacht gewesen. Das ist halt auch nur irgendwo was. Hm.
man sich sneaken oder was? Vielleicht? Einfach zu, ne? Okay, dann bin ich ja. Wer guckt dir die Energieleiste an? Das kann ja nicht sein. Aber ich find's geil, dass das nur eine deutsche Sprachausgabe ist. Ja, aber echt. Vielleicht kriegt er von ihm die Axt dann, aber. Soll das so gemein sein hier? Dass die zweite Gegner aufsteht. Und Slap. Es gibt die Bitte Slap. Es gibt die Bitch Slaps. Boah! Und vor allem sind die blutigen Bitch Slaps. Komm hier rüber, ich will nicht, dass es irgendwer anders sieht. Bestien! Elende Bestien! Weg! Weg! Blutpiole. Keine Waffe. Man sollte sich durchs komplette Spiel durchslappen. Kann nicht sein. Boah, es sind einfach zwei, ist klar, Leute. Ohne Waffe. Ihr Monster! Ihr seid nicht halt klar. Selfrig, moin. Bloodborne ist am Start. Ja, sag mal, ist das normal, dass man da die erste Zeit ohne Waffe kämpft? Ich bin ja jetzt quasi, hab schon so einen Hund fertig gemacht und dann noch den ersten Axtgegner, alles ohne Waffe, nur mit Bitch Slaps. Na okay, vielleicht sollte man einfach sterben und ich hätte den Hund gar nicht töten dürfen, oder was? Also nicht töten sollen. Vielleicht sollte man bei dem Hund eigentlich sterben oder so. Eigentlich nicht normal. Okay. Wenn man von einem Gegner Schaden nimmt, kann man innerhalb eines kurzen Zeitfensters eine gewisse Menge GP erneuern, wenn man den Gegner angreift. Feuerwaffe unterbricht einen Gegner und lässt ihn taumeln. Auffüllung der Quecksilberkugel mit Bedacht verwenden, Aktion verbraucht GP. Okay. Was sind Quecksilberkugeln? Und wann kriege ich überhaupt mal eine Waffe? Also ich meine, was für Kugeln? Ich habe nicht mal eine. Was bist du für eine? Verlassene Puppe.
Boten mit Blutechos handeln, um Gegenstände zu kaufen. Okay. Und ich gieße die auf Ziele gebracht werden. So, das ist das, wo ich eben aufgewacht bin. Okay, also das hier ist quasi der Feuerbandschrein. Ja, weiß ich nicht, aber da war halt so ein Hund, auf den musste ich halt eine halbe Stunde einkloppen, ohne Waffe. Und dann ist der halt irgendwann down gewesen, so. Und hier bin ich jetzt hingekommen, als ich jetzt später gestorben bin. Also ich denke mal, ich hätte eigentlich bei dem Hund schon sterben sollen. Das war so dieser typische erste Gegner, der dich erstmal wegbumsen soll, aber der war gar nicht so schwer. Seine Moves waren total einfach. Was labert der? Ich hätte gerne eine Waffe, Leute. Der nicht mal der Händler hatte Waffen im Angebot. Keine Ahnung, zum Wasser. Das sind dann quasi die Hubs, okay. Geschenk von Boten annehmen. Ich habe Offline-Modus, das wird nicht funktionieren. Die Boten bieten dir eine Feuerwaffe an. Wähle eine aus, Feuerwaffen werden mit der linken Hand geführt und bei der Bestienjagd verwendet. Ah, okay. Jägerpistole. Boah, ja, sorry, ne? Wie ich auch schon im Titel geschrieben habe, ich bin leider krank. Deswegen werde ich mich oft muten müssen, um zu husten. Naja, suck life, ne? Also. Jäger-Donnerbüchse oder Jägerpistole? Gibt's da auch direkt irgendeine Skalierung oder so? Nö. Haltbarkeit bei der Büchse ist höher. Der Blutungsangriff ist viel höher bei der Pistole. Wo ist der normale Schaden? Es gibt gar keinen Schaden, sondern das physische Angriff 0. Das ist einfach nur Blutangefährt, dann nehme ich ja die Pistole, oder nicht? Ich nehme die Pistole. Naja, ich muss mich halt auch viel ausruhen, ne? Sonst hätte ich heute schon den ganzen Tag durchgestreamt, aber ich bin leider, liegt leider auch echt viel flach. Deswegen werde wahrscheinlich heute auch nicht hier die ganze Nacht durchballern können. So, ich nehme jetzt die Pistole. Je nachdem, so wie ich mich fühle. So, hast du jetzt vielleicht, genau, eine Waffe für mich. Genau. Ich bin ja tatsächlich jetzt eher mal auf Stärke unterwegs. Weil mir das Set am besten gefallen hat. Das heißt, ich bin mehr auf Stärke. Ja, der wäre Geschick. Nehme ich dann einen Sägebeil oder eine Jägeraxt? Das Jägeraxt hat etwas bessere Skalierung und auch ein bisschen mehr Angriff. Ist halt wahrscheinlich langsamer, ne? Also die Wutanforderung. 8, 7, 9, 8. Also er hat auch die höhere Anforderung. Ich denke mal, ich nehme die Axt. Ich nehme einfach mal die Axt. Ja genau, es ist nicht mehr Dark Souls und ich weiß ja nicht, was hier so für Waffen dann interessant werden, so, aber gehen wir ruhig mal auf Stärke, warum nicht? So, Jäger-Axt rein. Jägerpistole rein. Kann man trotzdem zwei. Dreieck ist ja Heilung verwenden. Aus irgendeinem intuitiven Grund habe ich L1 gedrückt halten ausprobiert. Eigentlich wollte ich L1 gedrückt halten und dann gucken, ob man Dreieck dann drücken kann, wie bei Elden Ring, aber L1 gedrückt halten ist zweihändig. Ist ja witzig. Und jetzt zieht sie dann auch sogar noch so lang. Reichweite ist ja schon mal nicht. Ist ja schon mal da. Schon 4 Hits.
Türen direkt am Anfang hier. Da gibt mir noch nicht so viel Wege. Heiliger Kelch für Rituale benötigt. Mit Einsicht kaufen. Keine Boten. Auch verschlossen. Auch verschlossen. Hey, ist alles verschlossen. Stumpfbrot. Was ist das hier für ein Hub, ey? Kein Bote. Bei mir ist halt gar keiner. Alle Türen zu. Ich habe jetzt eine Waffe, ich könnte einfach wieder zurückreisen zu dem. Kann ich die Lampe nehmen? Ja, nur hier Bartbrote. Die wollen mich nicht reinlassen. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal wieder hier rein. Kelch der kurzen Ritualwurzel. Eine der Wurzelkelche, die verschiedene Siegel im alten Labyrinth bricht. Das alte Labyrinth, da wo ich gerade war. So, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder da. Hier war der Hund. Der ist anscheinend nicht respawned. Nach wie vor nichts, aber jetzt kann ich die wenigstens mal wegkloppen. Aber tatsächlich, wenn man direkt zurück angreift, wird man ein bisschen wieder geheilt. Das ist ja super stark. Quecksilberkugeln. Das ist gar keine Tür. Dann glaube ich die Leiter und jetzt kommen die zwei Dudes hier, ne? Das macht wenigstens mal Schaden. Was ist mit dem hier? Oh, es gibt keinen R2-Angriff. Doch. Okay. Ihr seid verflucht! Ja, auch schnell, ist gar nicht so langsam, ey, muss man echt sagen. Was so groß ist. Das ist echt okay. Molotov-Cocktail. Mit W? Ich hab was nicht mit V. Egal. Dann die Leiter hoch. Wer kreischt? Lampe anmachen. Ach, ist das vielleicht ein Checkpoint? Ah, okay, ist das richtig ein Checkpoint. Okay, da ist schon was. Das war so klar. So, wieder ein lupenreiner Shortcut. Oh, ich dachte ja. Oh. Nein, vielleicht kann er sogar. Okay, jetzt komm schon. Das macht nicht lange. Ist schon okay. Hier runter.
finde es auch krass, dass die leben, dass man ja anscheinend richtige Menschen umbringt. Nicht nur irgendwelche komischen, umgöbelnden Zombie-artigen Leute. Vielleicht bin ich ja hier der Arsch in der Stadt. Boah, es waren eine Menge Leute. Alles verschlossen. Was? Gerät bedienen. Ah. Oh, jetzt mach doch die Tür auf, Junge. Jetzt bin ich hier. Blutecho erlangen. Ach, weil ich ja eben gestorben bin, das sind ja meine Seelen, okay? Jetzt habe ich hier offenbar schon einen Shortcut für. Oh Mann, okay, da wartet der fette Sack. Jetzt muss ich aber hier rauskommen. Ich muss jetzt meine Seele da hinten bei dir in der Straße liegen. Wow! So, hier können wir fighten, Kollege. Junge. Boah, nice. 4 Blutfiolen. Ja, sonst ist hier nichts. Einfach nur der Typ mit 4 Fiolen. Und das war's. Das ist doch ganz wild. Jetzt haben wir diese Tradition schön aus Dark Souls komplett übernommen. Einfach wenig Belohnung. Achso, okay, das war jetzt der Schrott, jetzt weiß ich auch genau, wo ich bin. Hier kamen jetzt die ganzen Dudes. Vielleicht kieselmäßig was bewerfen? Was das denn? Schnellgegenstände. Kiesel. Und worauf wirft man den? Viereck? Ja. Wo ist denn sein... Krass, hier ist eine andere Treppe. Boah! Hier schreckt. Seid ihr dieser Fremde? Tja, tut mir leid, aber ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Verschwindet von hier! Komm schon, Bro. Seid ihr dieser... Tja, tut... Verschwindet! Der will nichts mit mir zu tun haben. Komisch, warum will der nichts mit einem zu tun haben, der als Fremder mit einer fetten Axt in die Stadt kommt und alle weghackt? Hier habe ich immerhin freundlich geklopft. Oh Gott, ich bin ja so dumm. Wow! Wo kommt die her? Oh, was?
Elende Bestie! So. Oh, Blutviolen werden wenigstens gut gedroppt. Yo, Goblin, moin. Nee, das ist jetzt Bloodborne. Bloodborne habe ich noch gar nicht. Aber Dark Souls 3 ist jetzt durch, ja. Und stehen meine Seelen oben rechts oder was? Warum sehe ich die dich? Kodua? Ja. Okay, ich habe 1300. Ich glaube, das habe ich schon. Was jetzt, wo ich die ausgelöscht habe? Ja, nichts Neues. Wie kann man eigentlich so, wie kann ich eigentlich noch selbstständig atmen? Mann. Fionen jetzt hier am Rauskloppen, nur in meiner Dummheit. So, komm hoch. War das denn jetzt? War es die Truppe von unten? Niemand öffnet in einer Nacht der Jagd seine Tür. Verschwindet. Sofort. Elender Nienfeld. Okay, niemand hat Bock. Da geht eine Treppe hoch. Oh, da wartet die Meute. Ihr Monster! Ihr seid nicht erwünscht! Wo seid ihr denn? Boah, okay, was für ein mieser Scheiß. Wie viel Schaden das gemacht hat. Junge. Du Schweinscherbe. Ich will jetzt nicht die ganzen Fiolen knacken hier. Boah, ich hab dich nicht gesehen, Kollege. Komm, Spiel, ich hab dich eben noch schön dafür gelobt, dass du viele Fiolen droppst. Also bitte auch weiter damit. Alle. Wow, wow, wow. Das ist keine gute Idee. Die Fiolen gehen weg. Kommt mir nicht mal dran, das ist also so traurig. Wie viel kommen denn da auch noch? Guck mal, das ist alles voll. Noch eine Fiole, ich habe noch 12 Stück. Eigentlich muss man so Dinger ersparen.
Aber was, wie fliegt man denn? L2. Nein, was tust du denn? Ich hab 3 gedrückt, weil ich noch so auf Dark Souls letzte Waffe 2 nicht nehme. Schlimm. Leute. Alter, das kann nicht sein. Es sind einfach zu viele da unten. Was ist das? Zurücklaufen, lass mal meine Seelen in Sicherheit bringen, aber die Tür dabei noch zu. Ich konnte ja nicht mehr irgendwie Level upgraden oder so. Was für eine Scheiße. Rumrollen. Da kommen sie halt alle an, das ist ja so ab. Keiner gibt mehr Fiolen, ne? Das war's jetzt mit den Fiolen. Hier kostet uns meine ganzen Heilfiolen. Kaltblutschau. War da noch ein Hund oder was? Wo schießt du denn hin, Junge? Okay, ich pass auf die Gun. Wie viele Schüsse habe ich noch? Ach, 5, okay, das ist ja nichts. Habe ich denn jetzt hier alles erlegt? Blutfiolen. Oh nein, dahinter wartet auf jeden Fall irgendwas Fettes. Quecksilberkugeln. Okay, machen wir auf jeden Fall viele von. So schnell wie die leer gehen. Thank you.
Scherben schon zwei Stück. Oh, da ist er. Wir warten auf jeden Fall ein Item. Ich will jetzt aber nicht gegen alles kämpfen. Ich habe doch, glaube ich, 2300 Seelen. Die würde ich doch jetzt gerne erstmal ausgeben. Das sind doch schon ein paar Level-Ups. Fiole. Eine neue Lampe wäre auch mal wieder nett. Ich glaube nicht, dass ihr von hier seid. Tja. Ihr sitzt draußen fest in einer Nacht der Jagd. Ah, ihr armes, armes Ding. Sie haben so einen Spaß da drin. Ich glaube nicht, dass ihr Pferd habt. Okay. Könnte keins von den ganzen Monstern, die hier unterwegs sind, die Türe da eintreten. Als wären die da so sicher. Scheiße. Das! Das waren Vögel. Ölohren. Jetzt komme ich hier endlich von der anderen Seite an das Item ran. Ich weiß nicht mehr, auf was ich hier, nach was ich suche, dass ich meine Level-Ups eigentlich benutzen kann. Ich muss aber wahrscheinlich nochmal zurück zu dem Hub, den man irgendwas gemacht hat. Ist hier das Gerät? Ein Hund alleine? Ne, es ist alles andere als ein Hund alleine. Nochmal. Ach, das meinen die doch nicht ernst hier in dem Game. Überladen, fängt das hier bitte an. Das war so klar. Heilung gehen weg, ey. Ja, was macht er? Was war das? Was war das schon wieder für eine Scheiße? Oh, da kommt der Fettsack jetzt hoch. Oh, der Spahn wieder rausgeknallt. So, wo ist er? Wo ist der Fettsack hin? Wer
Schmerz im Canceln. Ja, habe ich eben auch schon gelesen. Muss ich auch eigentlich mal mehr benutzen, direkt. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht so der Schusswaffentyp. Vor allem jetzt noch 10 Schuss und dann. Ist das Ding leer und wo ist der Fettsack abgeblieben? Das ist ja so scheiße. Das ist ja schlimm. Da ist auch der Fettsack. Alle natürlich gleichzeitig. Das ist so heiß. Gierig gewesen. Und dann zahle ich den Arsch. Jo, Schrauber. 9 Schrauber. Glänzende Münzen. Keine Lampe mehr gesehen, ne? Sowas ähnliches wie erst Pullen oder so durch diese Blutsteinscheiben, dann hätte ich jetzt schon 3 Stück. Ja, kann ich noch nicht sagen, ehrlich gesagt. Mit der Axt macht schon Fun, mit der Gun finde ich noch nicht so Spaß. Oder ist zumindest nicht so geil. Mein erster Eindruck. Und ich bin ja noch an diesem Punkt, wo man noch gar nicht weiß, wo man hier immer seine Level-Ups loswerden kann. Deswegen noch etwas angespannt. Kam ich, ne? Ne, von da kam ich. Ist das die vielleicht zu der Lampe? Rückweg.
Nein! Was für eine Scheiße. Da ist eine Leiter wieder hoch. Jo, Wilson, Abend. Und Eskimo, auch ein Abend. 14 Stunden Arbeit hinter dir, Alter. Kotzenstrahl, boah, ja, da kotze ich mit. Das wäre übel, ey. Komm. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, wenn ich jetzt sterbe, ne? Glaube ich. Fast 3000 Seelen. Blutechos. Und jetzt bin ich hier in irgendeinem Rattengebiet, ne? Ne, leider geht es mir noch nicht wirklich besser. Ich meine, ich sterbe jetzt auch nicht, ne? So schlimm ist es nicht, aber ist schon Abfuck. Ich kann nicht mehr den ganzen Tag spielen, weil ich auch einfach dann zu fertig bin und hier den halben Tag gepennt habe. Nur schlafen und Nase los. Mann, ich weiß ja nicht mal, wo ich hier bin. Und wenn ich jetzt hier sterbe, dann sind meine Seelen ja weg. Das ist ja so ätzend. Hier komme ich wieder raus. Okay. Morgen bringst du mir Zitronen vorbei. Ja, geil. Kannst du mir sehr gerne vorbeibringen, ey. Morgen kann ich halt auch nicht in die Schule, ne, weil ich halt auch nicht kann in die Schule gehen will. Und dachte, da noch die Leute anstecke. Deswegen bin ich morgen auf jeden Fall auch einfach zu Hause. Also wenn du mit Zitronen in der Nähe bist, gerne. Jetzt könnte man sich da unten natürlich auch eigentlich auch noch umgucken, ne? Aber es ist ja so gefährlich. Hier bin ich reingefallen, oder? Das war auch mies, mies, mies gemacht. Da unten war ich wahrscheinlich schon. Das war genau dieser Platz, wo die ganzen Leute waren. Also das kann ja nicht sein, also Blutstadtteil muss irgendwie sonst was anderes sein, aber wenn das die Anzahl der Estuspullen wäre, dann hätte ich ja jetzt schon 6 Stück oder so. Das war aber auch keine Lampe. Ja, und so einen habe ich eben mit nur mit Bitstep fertig gemacht. Weil ich keine Waffe hatte. Und ich glaube echt, den sollte man noch gar nicht filmen können. Guck mal, sind ein Hitstep drauf mit. Fuck! 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 Das waren meine 3000 Seelen. 3000, das waren garantiert locker 3 Level-Ups. So mies, weil der andere Hund plötzlich ankam und ich nicht auf ihn geachtet hatte. Oh man, ja. Yeah. Oh no. Naja, so ist das Leben hier in der Zombie-Stadt.
Aber ich kann die ja noch locker wiederholen, also noch ist ja nichts verloren. Die Frage ist natürlich nur, wie komme ich da jetzt am besten hin? Wieder zerlegt zu werden. Kann ich hier runter? Nee. Weg wieder zu gehen. Ne? Komm Leute, bleibt ihr einfach mal locker alle. Ich bin direkt hier weg. Nein, hier ist der falsche Aufgang gewesen. Anstand viele Schwankerpillen zu bauen, ey. Das ist jetzt auf, ne. Wow. Was war das? Jetzt nicht angreifen. Ich sagte nicht angreifen, bitte. Gut, echt was erlangt, Heavy. Hier bin ich doch gar nicht gestorben. Warum? Oh! What the fuck? Ich weiß mal nicht, was aber irgendwie zurück. Check ich nicht. Warum lagen wir denn hier? Oh. Oh Gott, wie ätzend ist das denn, ey? Wo war meine Blutecke? Das ist ja gerade Tippi gar nicht gesehen. Die kam irgendwie, als ich den Typen gekillt habe. Nein, da kommen sie alle. Scheiße.
Da Blutelche verlangt. Ja, alle wieder. Den habe ich zurück. Oh ja, jetzt kommen die Feldhunde. Was ist das für eine Scheiße? Oh, oh, okay. Der zweite, ne? Ey, ich hab geglaubt. Ja. Nein, oh Gott. Mann, das ist so hart. Für den Anfang. Ich muss neue Taschentücher holen. Also diese zwei fetten Hunde da sind mies. Jetzt frage ich mich natürlich, kriege ich meine Seelen jetzt wieder dadurch, dass ich hier oben die fertig mache? Das kriege ich halt auch nicht. Aber guck mal, mein rechter Gegenschlag hat mal echt gut wieder was geheilt. Scheiße. Was für eine Scheiße.
Arme und die Augen so wieder leuchten. Wer gibt dir deine Seelen wieder? 4600, oh Gott, und der Fettsack ist da. Ich brauche ein bisschen Platz. Für den Kollegen. Nicht sein. Der Arm, den er reinkloppt. Bin ich ja wieder da bei den Hunden. Kann ich nicht einmal meine Seelen kurz abgeben vorher? Das wäre so nett. Noch rüber, Junge. Endlich. Ich muss ihn jetzt erstmal vernünftig isolieren. Komm. Das macht wohl Schaden. Ja geil, jetzt habe ich mir den Fallschirm geschossen. Jetzt komm runter. Jetzt kommen halt direkt beide runter. Ey, das ist ja so schlimm. Ja komm Leute, das macht keinen Sinn. So, auf Wiedersehen. Überall hier muss ich lang. Ah, er kommt. Sie kommen natürlich alle. Ja, klar, komm. Gib mir irgendwas in dieser trostlosen Scheißstadt. Junge, was ist los? Komm, ey, ist klar. Junge, komm. Hä? Ach du Scheiße, ich mach viel zu wenig Schaden, viel zu wenig Schaden. Alter, das ist doch... Ja, okay, nur einen, aber daran konnte es ja nicht gelegen haben, oder? Der ist doch schon wieder direkt komplett unmöglich, das kann nicht sein. Oh nein, denn es liegen da meine... Ach, jegliche Seele, die ich in dem Spiel gesammelt habe, jegliche. Ich habe sie bisher immer wieder eingesammelt, noch nicht einmal verloren. Ja. Null Seelen, toll. Weißt du, das war jetzt halt auch wieder hier intended oder was, dass man jetzt hier landet und jetzt habe ich 4000 Seelen verloren.
Hallo, guter Jäger. Halt doch die Bubble an. Ich passe in diesem Traum auf euch auf. Ja, dann besorgt meine Seelen. Jäger. Folgt den Echos des Blutes. Und ich leite sie in eure Kraft. Ihr werdet Bestien jagen. Und ich werde für euch da sein und eurem verwirrten Geist Mut zu sprechen. Ja, nur wie schade, dass ich jetzt keine Blutechos mehr habe. Nun gut, lasst mich... Ja, ich habe halt 0. 829, das wären 5 Level-Ups oder so, die ich jetzt gerade verloren habe. Was für eine Pisse. Habt ihr mit German gesprochen? Nee. Er war selbst Jäger vor langer Zeit. Jetzt gibt er ihm nur noch Ratschläge. Er ist verborgen, in der Traumwelt nicht zu sehen. Doch er ist hier, in diesem Traum. Das ist seine Bestimmung. Ah, die kleinen Bewohner des Traums. Sie finden Jäger wie euch. Sie ehren sie und dienen ihnen. Sie sprechen nicht. Aber sind sie nicht niedlich? Nee, sind sie nicht. Die kleinen Bewohner des Traums. Sie lebt wohl, guter Jäger. Möget ihr euer Heil in der Wachen. Jetzt sind hier alle Türen auf, aber ich packe mich das ab, dass meine Seelen jetzt alle weg sind. Es liegen jetzt auch mal irgendein Ultima-Boss. Wo man einfach nur einmal hätte durchrennen können, dann hätte man nämlich das hier direkt freigeschaltet und könnte dann anfangen, Seelen zu farmen. Aber man wusste es ja natürlich wieder nicht. Ah. Ihr müsst der neue Jäger sein. Aber echt geil, dass endlich mal wieder eine deutsche Sprachausgabe hat. Willkommen im Traum des Jägers. Dies wird fürs Erste euer Zuhause sein. Ich bin German, Freund der Jäger. Ihr seid mittlerweile sicher sehr durcheinander, aber denkt nicht zu viel über alles nach. Seht einfach los und erlegt ein paar Bestien. Es ist zu eurem eigenen Besten. Wisst ihr? Das ist das Geschäft des Jägers. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Dies war einst der Zufluchtsort für Jäger. Eine Werkstatt, in der die Jäger ihre Waffen und Körper mit Blut verbessern konnten. Wir haben nicht mehr so viele Werkzeuge wie einst, aber... Ihr könnt gerne alles benutzen, was da ist. Tja, wenn ich schon die ganzen Seelen verloren hätte. Wenn ihr wollt. Dies war ein... Okay. Mit Blutsteinen verstärken. Wie viele Blutsteine habe ich? Ach, die Blutsteinscherbe ist quasi Titanitscherbe, okay. 3 von 5. Ja, und Seelen braucht man natürlich. Also ne, ich könnte sogar aufwerten, Mann. Ich könnte das Ding direkt einen hochrüsten, wenn ich nicht meine verschissenen Seelen verloren hätte. Oh, was heißt Waffe reparieren? Ja, kann ich ja eh auch nicht. Was für eine Pisse. Was für eine Rotze. Okay, dann muss ich jetzt einfach nochmal zurück und versuchen, die wiederzuholen. Hilft ja alles nichts hier. Ja. Vor allem, ich kriege ja eh nur wieder, wenn ich den Boss wahrscheinlich besiege, ne? Warum habe ich den Shortcut nicht wenigstens hier gefunden, weißt du?
Okay, dann nochmal durch. Die kommen ja alle nicht bis ganz hinterher, die können wir nicht alles skippen hier. Die Route ist ja eigentlich schon relativ klar gewesen. Ups. Wie er es überlebt hat, ey. Mich raten, ja, die Hunde sind natürlich auch da. Warum sollten sie nicht da sein? Aber guck mal, da muss doch hier irgendwo. Muss doch eigentlich noch ein Shortcut sein, oder? Zu dem Boss. Ich sind ja extra noch diese Wege hier. Was ist hiermit? Rein in dieses andere Gebiet oder in dieses Rattennest. Hier ist keine Leiter oder so. Das bringt einfach gar nichts hier. Glaube ich, nur den Boss. Tja, sich gegen die Hunde kämpfen macht halt eh keinen Sinn. Einfach mal durch. Ich verlasse mich drauf, dass die sich raushalten. Was ist jetzt hier? Achso, verstehe. Ja, jetzt hier schon rein. So, diesmal zweihändig. Aber meine Seelen sind dann einfach weg, oder was? Willst du da hinten sehen? Ja. Ja, ich habe noch drei, wieso habe ich nur noch drei Heilungen? Also bitte, echt. Und der rollt auch nie, er macht nur noch so einen Sidestep. Oh mein Gott.
ist doch nie im Leben der erste Boss. Ich mache doch hier irgendwas grundlegend falsch, oder nicht? Ich greife mal auf meine 4000 Seelen, die sind weg. Aber irgendwas mache ich doch hier komplett falsch, oder was sehe ich nicht? Vielleicht soll man nicht zu dem Boss, vielleicht soll ich da runter zu den Ratten, oder was? Scheiße, ich kann eh auf alles scheißen. Seelen sind weg. Und die Waffe einen aufgerüstet haben und 5 Level mehr haben. Ich lasse mir mal so. Ich dachte schon, ich werde in den Schuss reingerannt. In den Schuss reingeplatscht. Gesetzt wurde, das hat es für mich noch mal etwas angenehmer gemacht. Ja, ich habe noch genau eine Heilung. Das ist halt so Bullshit. Alle verballert für so einen Scheiß hier. Für gar nichts im Endeffekt. Ich hätte die auch alle verwahren können. Ich hätte halt einfach nur noch 20 Heilungen und sonst wäre alles gleich. Da geht die Leiter wieder raus aus dem Loch. Oder macht schon wieder seine Fackel. Christoph, was geht ab? Okay, also irgendwas mache ich grundlegend bestimmt falsch. Kann ich mir gut vorstellen, ich weiß es nicht. Aber ich gehe jetzt nochmal da unten rein. Mehr.
verflucht! Ja, wenn ich's wüsste, Igel. Wenn ich's wüsste. Ich will quasi nirgendwo hin. Also ich will einfach nur irgendwo mal hin, aber ich bin halt ganz am Anfang. Und die einzigen Wege, die ich hier finde, sind zu so einem Baumboss, der komplett OP ist. 4000 Seelen habe ich eben schon in den Jordan geschickt. Oder Echos besser gesagt. Und der andere Weg ist jetzt da unten in das Rattennest. Und da wurde ich auch direkt mal zerlegt. Und weil ich die ganze Zeit wegen diesem scheiß Baumboss und diesen zwei fetten Hunden davor versucht habe, gegen die zu kämpfen, habe ich jetzt keine Heilung mehr. Also nur drei. Das ist mein Stand. Aber wo ich jetzt eigentlich hin muss oder hin will, keine Ahnung. Vermutlich jetzt unten zu den Ratten. Oder halt dieser Baumboss da, aber der ist doch viel zu hart. Das war halt jetzt auch schon wieder der letzte Crap, was ich hier gemacht habe. Lass mich durch. Hier lang. Gegen die Bestie schon gekämpft. Also meinst du so eine... Das jetzt aussieht wie so ein Baumwesen, so ein Kleriker irgendwas. Der jetzt quasi, wenn ich da über die Brücke gegangen wäre, wenn der da kommt. Bei denen habe ich gekämpft, aber hab... Heftig ab, ja, aber da habe ich heftig gegen abgelost. Also da habe ich ja nicht die geringste Chance. Ich mache dem halt null Schaden und der fickt mich weg mit zwei Hits. Krass, hier könnte man auch direkt wieder hoch. Ja, servus Prinz. Guten Abend. Also wenn ich wenigstens meine 5 Level-Ups hätte verwenden können, dann hätte ich vielleicht eine etwas bessere Chance gegen den, gegen die Bestie, aber so, ey, habe ich ja null Chance. Der Controller, bitte jetzt nicht. Ist der runtergesprungen? Durch die Wand. Und ich hau die Heilung wieder weg, ne? Das ist ganz so abartig. Blutsteinscherbe, ja, ist ja cool, aber. Jetzt wird's bloody, oh ja, ey. Aber bisher leider hauptsächlich für mich. Echt nur so lang, ja, und wie viele? Ah, toll. 570 oder so. Wie sollte der jetzt meine Seelen? Ich bin noch von der Ratte eben getötet worden, das check ich auch noch nicht. Ah, da lebt noch eine, ey. Wurfmesser. Warum hat so eine Ratte Wurfmesser dabei? Wo habe ich die da rausgezogen, ey? Nicht auf der Brücke kannst du eine Abkürzung freischalten. Ja, das war eine, die hätte ich mir eben gewünscht. Scheiße, ey. Das Rattending ist mir eh ein bisschen ungeheuer. Dann gucke ich jetzt mal nach der Abkürzung. Der Brücke kannst du eine Abkürzung freischalten. Ich schau jetzt mal. Also. Vielleicht mit
den genau suchen soll, aber ich dachte, da steht einfach nur alles voll und das Ende im Gelände. Auf jeden Fall schon mal nichts. Und dann ist natürlich jetzt die Chance, dass dann diese zwei fetten Hunde kommen, die mich halt auch sofort killen. Und ich habe da keine Gelegenheit, mich mal in Ruhe da umzugucken. Nein. Auf der Brücke jetzt hier, dann da vorne irgendwo links oder was? So eine Abkürzung sein. Scheiße, und denn sie kommen halt auch nur zu zweit. Ja. Das ist so belastend. Sicher? In welchem Raum? Meinst du hinter der Nebelwand oder was? Und auf der Brücke bin ich ja leider überhaupt nicht sicher. Oder links von der Brücke runter und vielleicht dann in den Raum oder so. Und jetzt bin ich wieder hier. Ich will diese Abkürzung, Mann. Es nervt hier jedes Mal diesen Scheißweg zu gehen. Gleich den Raum, okay? Wow! Oh Leute, Freunde! Ist da immer noch einen ab in der Hütte? Oh, jetzt kommt einer hinter mir her, ne? Es ist so. Nein, die Stadt ist am Ende, die ist echt am Ende. Nee, Leute, nee. Ich verpiss mich ja schon. Wir sehen hier, ne? Oh, ich bin jetzt nicht schon vorbeigerannt. Hier. Wir leben. So. Warum so aus? Hier, oder?
los. Ich weiß nicht, ob es ein Kollege vielleicht ist. Oh ne, er ist auch. Als die Jagd begann, hat uns die heilende Kirche verlassen. Und die große Brücke in den Kathedralenbezirk blockiert. Dann dieser mondhellen Nacht alte Jahre nahm Abbrand. Okay. Das wäre ein super Ort für so eine Geheimgangstür gewesen. Aber gut. So, ich kam die Treppe runter. Hier ist eine Tür. Hier ist auch eine Tür. Oh, der Controller geht aber heute wieder richtig ab, ey. Oh Mann, ey. Okay, hier habe ich jetzt eine Tür. Das ist die Lampe. Ja, Mann, das ist die Lampe. So, kann ich jetzt hier vielleicht ein paar Level-Ups? Ich muss eingenickt sein. Was wünscht ihr? Ich will ein Level. Die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen. Jetzt Oh, nicht mal für ein verschissenes Level-Up reicht es. Es ist so böse. Und ich hätte jetzt schon 5000 Seelen. Die wurden mir alle auf miese Art und Weise abgezockt. Was ist der Typ hin? Ah, hier. Kann ich vielleicht meine Waffe aufwerten? Jo, Igel, danke für deinen Follow. Das kam mir gerade reingeschneit. Wenigstens mal eine Stufe die Axt besser, ey. Aber das ist alles. Was war das? Die Aufgabe ist Werkzeug nicht vorhanden, okay. Ich brauche halt mehr Seelen, ne? Ich hätte ja schon so viele gehabt. Das finde ich ein sehr deprimierender Anfang. Man müsste mal online, ja boah, es ist unregelmäßig, momentan bin ich ein bisschen krank, deswegen ist es noch unregelmäßiger. Aber sonst halt häufig nachts oder manchmal auch tagsüber. Halt immer wann ich kann, aber es gibt noch keinen festen Streamplan. Da werde ich auch manchmal hart in der Schule und in der Arbeit geknechtet. Und dann habe ich einfach nicht so viel Zeit zum Spielen, leider. Was haben wir denn morgen? Montag. Ja. Kann ich nicht sicher sagen. Vielleicht gar nicht, vielleicht abends. Vielleicht nachmittags, das hängt ein bisschen ab, wie es mir morgen geht. Weil wenn es mir morgen wieder richtig gut geht, dann muss ich morgen Abend arbeiten.
Wenn es mir richtig schlecht geht, dann habe ich keinen Bock zu streamen, weil es mir dann zu schlecht geht. Und wenn es mir so mittelmäßig geht, dann werde ich auf jeden Fall streamen. Und dann wahrscheinlich irgendwann nachmittags oder so rum. Oder halt auch wieder abends, wie heute. Heute wollte ich eigentlich den ganzen Tag über gestreamt haben, aber habe halt immer Zeit gepennt. Und dann hat sich das halt so aufgeschoben. So, einen kleinen Moment. Aber ich sag mal, dank dem Follow kriegst du ja eine Benachrichtigung. Das war das. Auch grundsätzlich ist das immer okay, klar. Ich hänge jetzt auf. Ab, ne, wann ich mal Hilfe brauche oder so. Für alles brauche ich jetzt auch nicht unbedingt Hilfe, aber so hier und da mal ein paar Tipps sind auf jeden Fall, finde ich nie verkehrt. Die nehme ich immer gerne an. So jetzt zum Beispiel hier die Abkürzung, die hat da schon richtig was gebracht. Außer meine Seelen, die hat sie mir natürlich nicht zurückgebracht, aber die kann mir keiner mehr zurückbringen, fürchte ich. Was war das jetzt hier noch für ein Weg? Jetzt habe ich ja zumindest mal einen kürzeren Weg zum Boss. Das ist ja schon mal nice. Und die sind doch schon auch schon wieder komplett babo, oder nicht? Achso, das sind einfach diese Steintypen. Von denen kenne ich ja schon welche. Muss man nicht machen, aber würde ich empfehlen. Aber du würdest dann auch sagen, ich gehe jetzt schon hin. Ich probiere jetzt einfach nochmal. Die Familie lebt auch wieder hier. Ich hab halt auch erstmal, ne, ich will jetzt auch nicht die ganzen Heilungen rausballern am Anfang. Ich will hier einmal lieber ein bisschen sparen. Ich hatte schon zwischendurch irgendwie 16 Stück oder so und dann kam es, wie es kam und jetzt habe ich nur 5. Ah, sehr gut, da hinten ist schon die. Ja. Der hat dann auch einen Energiebalken, ne, bis über den Ozean. Junge, was ist los mit ihm? Ach, ich bin tot. Ich glaube, eine Runde aufleveln wäre absolut nicht verkehrt, ey. Weil ich bin ja so schwach, ich mache ja null Schaden. Und habe auch null Leben. Das ist zu hart. Ich jetzt erstmal da runter zu den. Das Gute ist, du hast Einsichten rechts oben bei deinem Blutecho, die kannst du verwenden für andere Zonen. Ah, das geht auch. Das ist schon mal super zu wissen, dass ich im Notfall mir wieder Hilfe holen kann. Namenloser King lässt grüßen. Der kennt das Spiel auch mit Hilfe holen. Ihr seid
war denn jetzt diese andere? Das war gar nicht hier rein, das war da runter. Hier. Komm mal alleine rein, Junge. Ich check noch nicht, wann macht der eine Rolle und wann macht der einen Ausfallsgriff? Letztes Mal gespielt, als es rausgekommen ist, ja. Ja, also so eine Gelegenheit wird sich bestimmt ergeben. Aber ich will natürlich auch nicht alle Bosse mit Hilfe machen, eigentlich nur, wenn ich merke, okay, das ist einer der zu miesen Bosse. Noch die Discord-Messages beantworten. So, okay. Der erste ist down. Hat das ja im Kampf immer nur Ausfallschritte macht? Und nie eine Rolle? Und eine Rolle nur, wenn ich nicht im Kampf bin? Wieso das? Aber zumindest gut zu wissen, dann kann man es besser. Kann man damit zumindest besser arbeiten. Ja, und jetzt macht er Rolle. Ja, okay. Das ist der Unterschied. Im Kampf Ausfallschritt, außerhalb des Kampfes Rolle. Ja, genau, genau. Also ich kann nur sagen, Nameless King bei Dark Souls 3 oder auch der Final Boss von Dark Souls 3 und Midir, das waren so richtig typische Ich-brauche-Hilfe-Kämpfe. Also die kann man bestimmt auch alleine schaffen, so, aber das ist, die waren echt hart. So, unten rein oder die Treppe hoch? Ist auch so verwinkelt und verschachtelt und alles sieht so ähnlich aus. Was ist das? Ist das die Tür in die Hütte? Ja, okay, alles klar. Dann habe ich jetzt einen Shortcut. Sehr schön. Dann könnte ich ja gerade mal mein Leben kurz auffüllen. Mir Heilung sparen. Nein. Hä? Wie muss ich wieder zurückreisen oder was, damit er diese Heilung voll macht oder was? Ja, ja, genau, die kommen wenigstens schon was zusammen, ne? Aber ich will mal 50 oder so, dass man die auf jeden Fall mal rausknallen kann. Aber wie dumm, guck mal, man muss sich hier hin teleportieren und dann wieder zurück, damit man vollgeheilt ist. Maximal 20. Achso, man kann die also gar nicht verstecken. Krass. Die sind ja mies drauf hier in dem Game. Aber jetzt hätte ich bestimmt Level Up gehabt, ne? Ne, 412. Reicht noch nicht mal, ey. Krass. Ich habe eben die ganzen fetten Babus fertig gemacht. 4000 Seelen an der Zahl und dann sind sie weg. Es ist so traurig. Man soll sowas nicht hinterher heulen, aber ich heule ihm hinterher. Die bringen alle nichts. Oh, zwei Heilungen, schön. So, warte mal, hier kam ich ja hoch, da unten geht's noch rein. Hier eine Treppe hoch, oh Gott, und da geht's auch noch lang. Was denn? Boah, die kommen raus.
Ah, jetzt guck mal, mit der aufgelevelten Waffe sind die One-Shot. Keine Käfig für sich. Man kann sie einfach durch den Käfig mit der Axt zu killen. Macht zwar keinen Sinn, aber man unterliegt ja immer der gleichen Entfernung. Die zwei Großen sind auch wieder da, ja gut, typisch. Sekunde. Okay. So, der Untertier irgendwas angebellt. Ich habe vieles gehört. Sich zu Hause einzuschließen, reicht nicht immer aus. Würde die Jäger den Hintern bewegen, hätten wir diese Probleme nicht. Ihr seid dazu verpflichtet, mir zu helfen. Hört ihr? Also, wie ist es? Erzählt ihr mir davon oder nicht? Wovon? Nein. Ich kann nur Nein sagen. Tut mir leid. Ah, ich hätte es wissen müssen. Ihr seid zu nichts Nutzen. Ihr habt keinen Respekt vor dem Alter. Das ist es. Ja, diese Fremden sind wirklich gut für uns. Na los, gebt es zu. Ihr haltet uns doch alle für verrückt. Okay, ich bin's zu. Was soll's? Ich kenne alle eure Tricks. Jetzt auch den hier. Was ist denn jetzt noch? Ich kann meine Zeit sinnvoller verbringen. Es sei denn, ihr habt einen schönen, sicheren Ort für mich gefunden. Ah. Ihr seid ja. Na los. Verstehe, ich muss irgendeinen Ort finden, wo ich die hinbringen kann, oder was? Aber ich möchte, hier sieht's schlecht aus mit sicheren Orten. Hier ist alles komplett verseucht. Das mit so einem Controller. Das ist ein kompletter Selbstmord. Scheiße. Das ist ganz nach unten gefallen und ich falle da hinterher. Okay, aber dann habe ich dieses Item. Oh, komm schon. War ziemlich blech hier. Viele Ratten hier unten.
Wissen des Verrückten. Blutwurfmesser. Die Ratten haben einfach alle Wurfmesser dabei, ne? Was? Was für ein Geräusch? Oh, ich will es gar nicht wissen. Oh, oh. Alter. Boah, die Reichweite von ihm. Schön. Das klingt schon sehr gruselig an, oder? Das muss man mal sagen. Ich finde, das Anfangsgebiet ist direkt mal richtig gruselig. Kann sein, dass ich auch nur 20 maximal Kugeln haben kann. Boah, wie viel da neben mir habt. Ich hoffe, dass es ein paar Wasserleichen sind und es gibt 10. Boah, es macht 0 Schaden. Okay, geil. Junge! Könnt ihr so heftig sein? Alter! Das ist die Alte. Man sieht überhaupt nicht, wer noch lebt und wer nicht. Oh, schön, Heilungen. Ey, es ist richtig üble Stimmung, ne? Ohne Scheiß. Das prägt sich nicht mal irgendwie mit ein bisschen Freundlichkeit, das Game. Es geht direkt ins richtig vermockte Loch. Alle sind schlecht drauf. Keiner ist dein Freund. Außer irgendeine Puppe in so einem Traumland. Also. Guck dir die Gegend hier an: Ratten. Wasserleichen. Welche Riesenhunde. Der erste Boss, den du begegnest, ist direkt so ein optionales Baumwesen, was du so eine halbe Stunde Zeit brauchst, wenn du keinen Schaden machst. Das ist kein freundlicher Empfang, ist halt einfach so. Zurück halten wir uns aus, die Folge. Ich meine, die Mechanik mit dem Konter heilen finde ich cool. Aber ich habe auch so wenig Leben, ne? Da überlebst du ja keine Nacht. Das ist zu heftig. Und kam Bloodborne eigentlich vor Dark Souls 3 oder kam das vor? Also wann kam das raus? Zwischen 1 und 2 oder zwischen 2 und 3 oder zwischen 3 und Elden Ring. Wenn man weiß, was passiert. Ich würde jetzt so spontan schätzen, es kam zwischen 2 und 3 raus. Weil diese Haltbarkeitsscheiße wieder drin ist. Zwischen 2 und 3, ja, hätte ich getippt, witzig. Einfach so von den Mechaniken und wie es aufgemacht ist.
Zorn. Diesen Satz werde ich noch 1 Million Mal bis zum Ende des Games sagen. Das war in jedem Teil so, also in jedem Dark Souls Teil so. Und das wird hier auch nicht anders sein. Ich habe letztens noch Celeste gespielt und auch da wurde mir die Ausdauer. Und zumindest also Ausdauer ist einfach mein Feind. Oh, der lebt. Orientierungsmäßig ändert sich ja auch nichts. Ich habe einfach den Schuh. Oh, Alter, was ist das? Okay, es tut mir leid. Ist das ein Schwein oder was? Wie viel habe ich? 2000, ja Mann! Genau, wo ich wieder 2000 sehen, aber ich muss mir das irgendwie merken. Jetzt zufällig direkt mal eine Lampe, das wäre perfekt. Oder eine Leiter runter. Tür rein, ein Aufzug, das könnte ein Shortcut sein. Und hier kommt doch bestimmt irgendwas Krankes. Ja, da bin ich gar nicht hin. Okay, das muss der Aufzug sein. Der Aufzug kommt jetzt in der Lampe direkt. Ich weiß, wo ich bin. Das ist sehr gut. Die vielleicht nochmal eben fertig machen. Ich weiß nicht, ich komme, oder? Auch der letzte Schlag. Oh, noch 2 Heilungen, die er unter seinem Wams versteckt hat. Erstes Level Up. Meine 2 ersten Level Ups, das ist da nicht zu glauben. So, und jetzt sitzt er natürlich direkt wieder, es geht los mit der Frage. Ich gehe ja diesmal wahrscheinlich auf Stärke, sieht ja so aus. 2, 1. Aber ich meine, gut, ich habe jetzt noch nicht so eine kranke Skalierung, glaube ich, bisher, ne? Und ich hoffe, dass ich 2 bekomme und hier wird es ein bisschen was mehr. Manchmal so. Leb wohl, guter Jäger. Mein Leben habe ich halt auch viel zu wenig. Oh, kann ich es machen? Yes! Als nächstes brauche ich 8 Scherben. Und ich habe 2. Also noch 6 Scherben für das nächste Up. Level Up. Waffen Up. Great. D ist natürlich beschissen, ne? Also ich hoffe, ich bin dann auch coole Stärkewaffen, aber wird man ja immer finden. Man findet ja eigentlich für Stärke und Geschick immer beides gute Waffen im Laufe der Zeit. Aber jetzt habe ich natürlich hier auch schon meine ganzen Scherben erstmal reingedrückt, deswegen würde ich die auch gerne... Nein! Oh Gott, das wird mir doch so oft passieren, weil auf Dreieck eigentlich umrüsten auf zweihändig immer war. Das ist ja so mies, das habe ich eine Heilung verpasst. Ich denke, ich hatte noch 20, also von der. 19.
und jetzt schön einfach den Aufzug wieder genommen. Jetzt hat er auch gerollt, obwohl ich streng genommen in einem Kampf war, oder? Wenn man Gegner anvisiert, dann macht man Ausfallschild und wenn man nicht visiert, dann macht man Rolle. Ah genau, jetzt das Schwein, okay. Zwei Heilungen, das war's. Für Seelen. 953. Aber hier gibt's noch ein bisschen Belohnung. Kaltblutschau. Sägenjägerabzeichen. Okay, da geht's nicht runter. Gleiche Brücke und die hätten mir das Ding uns entgegengerollt. Der Bruder muss in seiner Haltung arbeiten. Oh, ich habe 20 Heilungen. Und jetzt habe ich sogar eine zu viel, krass. Aber wird das dann vielleicht auch in eine Kiste gepackt, oder? Spülen Sie keine Schweine das PC runter. Ja genau, das kommt nämlich dabei raus. Aber sah eigentlich geil aus, der Schweinegegner. So, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt genau die gleiche Brücke ist. Wo ich eben von der anderen Seite hätte drüber gehen können. Aufzug. Genau, da ist der Schweinepriester gewesen und hier, das war die gleiche Brücke. Sehr wabelt hier noch rum. Schöne Ragdoll. Wie er ausrastet. Zeichen eines starken Jägers. Zwei Stück. Oh, Blutviolen. Blutsteinscherbe. Die Frage ist, habe ich auch so eine Art Kiste, wo meine überschüssigen Violen reingestopft werden oder sind die einfach weg? Wenn ich über 20 einsammle. Oh nein. Oh, jetzt kommt der Undertaker.
schwarz das alles ist hier in dem Spiel. Bestien überall. Ihr werdet zu ihnen gehören. Früher oder später. Ich habe vielleicht noch ein bisschen Meridol für dich übrig, Kollege. Pater Gascoin. Das folgende. Warte, gut bleiben, Mann. Boah, ist okay, ich weiß es ja nicht. Da will ich quasi immer Schaden. Wenn ich jetzt hätte. Scheint aber für dich zu singen, Kollege. Oh nein. Nein. Komm schon, bleib hier runter. Fuck. Euer wahres Gesicht zu zeigen. Aber es war eine anständige Jagd. Oh Mann, was für dich. Ja, hast du recht, ey. Der Text hat nicht zum Kampf gepasst. Aber plötzlich hat es dann auf einmal gedreht, weil er mich mit ein paar Hits runtergekriegt hat. Aber warte, wo war denn jetzt der Weg? Ja, doch, ich weiß es noch, ich weiß es noch. Danke fürs Anzünden, sehr nett. Ah, aber ich hatte wieder 20 Heilungen, das heißt, die landen in der Kiste und werden wieder aufgefüllt. Alles klar. Dann macht Sparen halt trotzdem Sinn. Lass mich. Das bekommen die nicht mit. Die schicken wieder diesen Ball los, ne? Ich dachte, sie schicken den Feuerball los. Der killt dann ja alle, ja. Genau so. Ja, der Pfefferball ist drin. Nice, dass sie den wieder rausgepult haben. Schöne, lange, abgefuckte Wege zum Boss. Ach komm, ey.
kontern. Ja, toll, mit dem schnellen Kontern ist natürlich super. Aber dann riskiert man natürlich auch wieder den totalen Hit. Oh, 4 Stück. Oh, da hätte ich mich ja gerade noch vorher voll rein können. Egal. Dann halt 2 in der Kiste. Ja, trotzdem schneller über die Brücke als hier ist, wenn er unten durch uns da. Und man kann den Aufzug auch nicht mal hochschicken, weil es so ein Käfigding ist. Oh, scheiße. Dieser Grund schickt die Kugel los, Mann. Ja, meine Seele. Und sitzt an den Augen. Ey, du Penner, bleib hier! Habe ich jetzt 1100. Kann ich einfach skippen. So, hier ist der Boss. Jetzt gucke ich aber trotzdem noch vor, ob es hier irgendwo noch vielleicht einen Shortcut wieder gibt. Jo, gute Nacht, Goblin. Macht's gut. Aber hier war nichts, ne? Das mit den beiden Babos anlegen. Lieber rein und versuch den jetzt schön langsam und vorsichtig. Frage ist nur, muss man auch schießen? Oh Mann! Schnell! Hallo, großen Treffen! Die Heilung war gut. Ah. Oh, wie er den Schaden seines Lebens rausklopft. Oh Mann. Das war klar. Du hast mir keinen Schaden gemacht. Wow, das war so klar. Junge. Hey, mach schnell. Junge, dieses Ding. Was ist das denn für ein Spike schon wieder, Mann? Ey. Alter. Das hat wieder gut Heilung gekostet.
Das Hulk, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, er hat sich auf einmal verwandelt in so einen Werwolf oder so und hat dann die ganze Zeit nur noch abgeraced. Also da habe ich jetzt echt genug. Ja, aber toll. Und wenn man jetzt beim Boss seine Seelen verliert, sind die einfach immer direkt weg, oder was? Oder liegen die jetzt in der Boss-Arena? Nee. Das ist dumm, sind weg. Da hinten liegen sie. Oh Mann. Das war wirklich mir scheiße. Also ich meine, schön, dass sie da sind. Aber die sieht man so schlecht und das ist... Aber zwischendurch hat sie irgendeinen Gegner in den Augen. Wieder ein paar Level-Ups wären wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Zum Beispiel die 5, die ich am Anfang verloren habe. Just saying. Aber jetzt komme ich da nicht mehr ohne Seelen raus, ohne dass ich den kille. Mal der Weg dahin. Das ist halt auch unwitzig. Jetzt schiebt das Ding los. Ich kann sich auch mal
mit meiner Schusswaffe versuchen, ne? Aber. Ja, ich werde nicht lieber zukloppen. Aufkloppen. Seelen 500, ja nix. Ich muss die beim Boss einsammeln. Sonst hat sie keinen Zweck. Geil, Junge, geil. Ich kann niemanden sehen. Da. Ja, so viel sieht es auch nicht aus. Wenn schon ein, zwei Level. Darf man nicht zweimal schlagen? Doppelheilung, man muss zweimal die komplette Animation machen. Ja. Wieso rollt der auch nicht? Wieso macht er immer nur so einen Schritt zur Seite? Schlag doch zu! Euer wahres Gesicht zu zeigen. Okay. Der wollte wohl heute nicht mehr gelegt werden, Leute, weil ich muss jetzt mal wieder Schluss machen. Ich brauche mal einen Schlaf. In der Hoffnung, wieder schnell gesund zu werden. Deswegen werde ich jetzt offline gehen. Und schade, ich dachte halt, den nehme ich wenigstens noch mit, aber er will nicht. Er ist auch einfach direkt ein Hurensohn. Er so, erster Eindruck so, lala. Also einfach sehr düster, sehr abweisend die ganze Gegend. Ey, man fühlt sich überhaupt nicht willkommen. Die Bosse sind alle nur miese Peter. Also es ist auf jeden Fall die Depri-Version von Dark Souls, wenn man mich fragt. Im ersten Eindruck, ne? Da werden noch mehrere Eindrücke folgen. Und dann wird man mal sehen. Dann muss man ja auch dieses Dings verlassen, ja, okay. Ja, Leute, ich danke euch fürs Einschalten, ne? Werdet nicht krank. Immer schön Vitamine nehmen. Und dann sieht man sich wahrscheinlich morgen oder so. Ich muss mal schauen, wie es mir geht, ne? Also haut rein und macht euch noch eine gute Nacht. Ciao, ciao.